Ja, hallo zusammen, guten Tag, guten Abend, was ihr auch haben, wenn ihr das hier seht. Ihr seid gerne eingeladen zu Magical Heroes. Das ist eine Gilde, die eben auch unter anderem auf Fiesta Online vertreten ist, hier auf dem Server Epit zu sehen. Auch auf anderen Server, aber im Moment sind wir aktiv auf Epit. Und jo, ihr könnt euch bei Fiesta Online registrieren, kostenlos. Das Spiel selber kostet auch eigentlich nichts. Man kann sich gewisse eben Diadems oder ja, Sachen kaufen. Muss man aber nicht. Ja. Man muss nicht dafür Geld ausgeben. Ja, unten steht dann nochmal eben mein Namensbezug. Und ja, ihr seid gerne eingeladen, eben bei der Gilde Magical Heroes mitzuwirken. Und es ist wirklich, glaube ich, so die einzige, die nicht auf Power-Leveln aus ist, sondern mehr so für Fantasy und ja, erleben, zusammen Spaß haben. Ja, ihr könnt euch, wie gesagt, egal welches Alter ihr seid, könnt ihr euch gerne melden und eben, ja, es ist eine Voraussetzung, dass wir uns eben sozial und menschlich miteinander in dieser Plattform bewegen und miteinander auseinandersetzen. Das heißt, ich möchte keine radikalen oder ja, asozialen Verhaltensarten in dieser Gilde haben. Das ist meine Gilde und ich werde auch dementsprechend kicken, sollte jemand sich radikal äußern. Ja, und damit das auch gleich begriffen wird, radikal heißt nicht deutsch oder Nazi. Ja, auch unter anderem. Also ich will auch keine Nazi-Parolen haben. Aber eben, ob das auch islamische Sachen sind, mit Respekt haben, Frauen vor Männern und etc. Diese ganzen Diskriminierungen will ich nicht haben. Die will ich weder real haben noch in einer Fantasy-Welt. Wenn ihr bereit seid, sozial und offen menschlich miteinander umzugehen, seid ihr gerne willkommen in der Gilde. Ich unterstütze so gerne, soweit ich kann. Bei Problemen eben oder eben bei Bossen, die man alleine nicht stemmen kann oder eben auch, ja, wenn es sein muss, was ich nicht so gerne mache, aber wenn es sein muss, eben auch ein bisschen finanziell, ja, weil ich immer sage, so, man muss auch selber gucken, finde ich eben, dass man sich zum einen mit dem Spiel auseinandersetzt, zum anderen eben auch mit dem Handel dort auseinandersetzt, dass man eben auch an Geld rankommt, also an nicht an reales Geld, sondern an dieser Spielwährung, an diesen Ingame-Geld. Dennoch unterstütze ich gerne und greife ein wenig unter die Arme, wenn ich kann, mit ein paar Gold, dass schon jemand sich Ausrüstung oder sowas kaufen kann. Ja, das sollte nicht das Problem sein. Ja, also ne, mir ist wichtig, in dieser Gilde ist auch jeder ein bisschen ein Held, deshalb heißt es ja auch zauberhafte Helden, ne? Magical Heroes übersetzt heißt zauberhafte Helden. Und ich finde, richtiger Held kann auch sich selber bisschen versorgen und durchspielen. Ich will hier nicht Power leveln, ich will hier auch keine Leute jetzt auf das höchste Level hochhauen. Ich will mit euch zusammen Fantasy erleben, ein bisschen was zusammen machen, Spaß haben. Wenn es möglich ist, auch mit euch kommunizieren, das ist für mich auch wichtig. Das heißt eben, wenn es eine Plattform gibt wie Skype oder TS oder etc., wo ihr miteinander kommunizieren könnt, wäre es mir natürlich sehr entgegenkommen, wenn wir uns unterhalten können. Ja, das ist für mich nicht nur für das Spiel wichtig, dass man eine vernünftige Absprache hat, sondern auch einfach zwischenmenschlich, dass man miteinander ein bisschen, ja, kommunizieren kann. Ja, wie gesagt, ansonsten suchen wir halt mittelaktive bis aktive Spieler. Das heißt, wer natürlich überhaupt nicht aktiv sein will, suchen wir nicht unbedingt. Ja, wer jahrelang gar nicht da sein will, sondern sich nur registrieren will. Also, ihr könnt gerne ankommen und das Spiel erstmal hier kennenlernen, aber ich bitte darum, wenn ihr euch entscheidet, jahrelang nicht zu spielen, dann könnt ihr auch die Gilde wieder verlassen oder die Akademie. Weil ihr könnt euch erstmal in die Akademie einschreiben. Ab 60 wird dann in die Gilde aufgenommen. Ja. Das ist eben ein Anliegen hier, eben eine nette Gilde, eine freundliche Gilde, die auch schon seit 2008 existiert, also seit dem Beginn von Fiesta Online mit unter anderem, auch andere Plattformen existiert eben auch diese Verbindung und Gilde.
Magical Heroes, ja, eben auch unter den Lord Titan, den ich auch schon seit diesen Jahren pflege, als mein Pseudoname. Ja, ihr könnt mich auch einfach Sven nennen. Ja, das wäre mein Realname. Und ja, ich freue mich über nette Leute, freundliche Leute, mit denen man Fantasy und Spaß ausleben kann. Ich bin auch nur Teilzeit aktiv, nicht 24 Stunden online. Ja, aber eben müssen auch eben, finde ich, Helden mit sich selber klarkommen können. Deshalb sage ich ja eben Teilzeit bis voll aktiv. Wer natürlich voll aktiv ist, verfreut mich. Wer da was macht und tut, egal ob er levelt oder verkauft oder etc., was er auch in dieser Fantasy-Welt auslebt, ist natürlich jedem sein Ding. Ich hoffe eben nur auf ein soziales Verständnis untereinander, ein menschliches Miteinander und dass wir zusammen Spaß haben können, Fantasy erleben können und ja, das ist mein Anliegen hier. Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, ich bin auch eben nur Teilzeit aktiv, weil ich eben andere Sachen auch verfolge und real für mich immer vorgeht. Das geht für mich auch für die anderen immer vor. Wenn ihr reale Probleme habt oder sowas, geht das immer vor einer Spielverabredung für irgendwelche Events oder sowas. Ja, euer Realleben geht immer vor. Aber hier kann man ein bisschen abschalten, ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Fantasy erleben. Und wer dazu bereit ist, kann sich bei Magical Heroes melden, in der Akademie oder in der Gilde, auf dem Server Epit bei Fiesta Online. Ja, euer Lord Titan alias Sven Duncan. Ich heiße euch willkommen.